Ich brauche etwas. Der braucht etwas, aber denn was? Ich brauche. Was? Also, oh, vielleicht, wie wäre es mit Anzünden? Holmes, denken Sie wirklich, dass das der richtige Klar, ich Zeitpunkt knalle ist? jetzt weg. Keine Sorge, Watson. Mein Geist verlangt nur nach Stimulation, wenn er nicht beschäftigt wird. Und das ist im Moment nicht der Fall. Ich erhitze diese Opiumkugel nur, um eine flüssige Lösung zu erhalten. Okay. Sie haben da ein äußerst starkes Beruhigungsmittel, Holmes. Seien Sie vorsichtig, die Dosis könnte tödlich sein. Diese Tür sollte doch gar nicht offen sein. Wir müssen uns verstecken, Holmes. Dazu ist dieser Ort nicht besonders gut geeignet. Die Idee gefällt mir zwar gar nicht, aber wir müssen uns auf unser Glück verlassen. So, jetzt ist sie wieder zu. Wir sind eingesperrt. Tja, wir sind eingesperrt. Na gut, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Okay. So, Spritzen mit Betäubungsmittel. Okay. Okay. Na gut. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir kommen nicht mehr raus. Scheiße. Da kommen wir nicht mehr raus. Da hinten das Fenster kann man nicht aufmachen. Ist das? Ich denke, dieses Fenster ist groß genug, um uns hindurchzwängen zu können. Das Fenstergitter ist ziemlich robust. Wir müssen es irgendwie herausbekommen. Wir haben noch das Sichelmesser hier. Wir müssen mal mit dem. Offen. Aber das Fenstergitter ist ziemlich schwer. Wir brauchen etwas zum Verkeilen, um es offen zu halten. Da haben wir doch den Stab hier. Stab? Gut, wir können hier raus. Nach Ihnen, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Watson zuerst. Muhaha. So, nehmen wir mal wieder die Spritze. Es wird Zeit zu handeln, Watson. Gehen Sie und lenken Sie diesen Rüpel ab, der die Tür bewacht. Was? Warum machen Sie das nicht selbst? Immerhin sind Sie ein hervorragender Boxer. Sie soll nicht gegen ihn kämpfen, sondern ihn nur zu mir locken. Ah, ich verstehe. Das Beruhigungsmittel Yay, ist also für ihn. Blitzmerker. Gut geschlussfolgert, Watson. Blitzmerker. Tun Sie etwas, um die Wache anzulocken. Viel Glück, Watson. Sir, wären Sie so freundlich und würden kurz hierher kommen. Sie schon wieder? Ich habe schon gesagt, dass es hier nichts zu sehen gibt. Verstanden? Wurden wir jetzt aufgemöbelt oder was? Tun Sie etwas, um die Wache anzulocken. Viel Glück, Watson. Sir, wären Sie so freundlich und würden kurz hierher kommen. Wir wurden voll verprügelt, wa? Hä? Blicke ich jetzt nicht. Also jetzt blicke ich gleich gar nichts mehr.
tun Sie etwas, um die Wache anzulocken. Viel Glück, Watson. Sir, wären Sie so freundlich und würden kurz hierher kommen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Nein, nicht da entlang. Wir müssen sie überraschen. Nehmen wir die Treppe, okay. Holmes. Wir gehen die Treppe hoch. Das würde ich nicht machen. Holmes, was zum Teufel machen Sie da? Nein, nicht! Hände hoch und keine miesen Tricks! Sie sind verhaftet. Festnehmen. So sei es. Kommen Sie, Watson. Gehen wir. Später. Was später? Warum sind wir in die Baker Street zurückgekehrt? Wir hätten besser mit Baines mitgehen und diese Kriminellen befragen sollen. Nein. In den Händen der Polizei werden diese Halunken kein Wort sagen. Und das wissen sie. Schließlich riskieren sie, gehängt zu werden. Ich weiß überhaupt nichts. Wir müssen jede unserer Spuren weiterverfolgen. Werfen wir einen Blick auf die Karte von London. Okay. Westgate-Gefängnis. Kensington Garden. Wir sind da. Der Neffe des Bischofs wohnt hier? Ja, er hat ein Zimmer im Erdgeschoss angemietet. Okay. Automatisches Speichern. Ja. Und dadurch, dass es gerade so schön automatisch gespeichert hat, würde ich an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Schauen der Folgen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play das Testament des Sherlock Holmes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Boots. Ja, und halli, hallo, hallöchen. Hier sind wir bei einer weiteren Aufnahme bzw. einer weiteren Folge das Testament des Sherlock Holmes. Und wir werden uns mit der Guten hier mal unterhalten. Kann ich Ihnen behilflich sein, so. Gentlemen? Guten Tag, Madame. Wir wollten einem Ihrer Mieter einen Besuch abstatten. Henry Hempford ist sein Name. Er ist nicht hier. Und Sie müssen verstehen, dass ich Fremden nicht die Tür öffne. Vor allem nicht bei all dem Gesindel, das sich hier herumtreibt. Aus diesem Grund sind wir hier. Sie sind von der Polizei? Nein, Henry ist ein Freund von uns. Und er hat sich wegen dieser Herumtreiber besorgt gezeigt. Er wollte, dass wir kommen. Das überrascht mich nicht. Mr. Hempford wirkt zwar auf den ersten Blick etwas eigenartig, aber er ist ein sensibler und netter junger Mann. Er muss gemerkt haben, dass ich beunruhigt bin. Erst heute Morgen wurde ein Teil meiner Wäsche aus dem Garten gestohlen. Okay. Das scheint der beste Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen zu sein. Dürften wir Ihren Garten betreten und dann vielleicht einen Blick in das Zimmer unseres Freundes werfen? Es kann bestimmt nicht schaden, wenn Sie sich ein wenig im Garten umsehen. Aber was sein Zimmer betrifft, Sie müssen verstehen, er hat mir nichts von Ihnen erzählt. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ne? Natürlich, sicher. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Sehen wir uns im Garten um. Wir werden jetzt alle mal in den Garten gehen hier. Garten. Kann man hier rein? Ach, hier wird schon was angezeigt. Das ist ohne Zweifel die Wäsche von Henrys Vermieterin. Okay. Was kann man denn hier nehmen? In der Tat, da scheint ein Kleidungsstück zu fehlen. Okay. Können wir hier? Will er jetzt umgraben, oder was? Ein Rechen. Wollen Sie den wirklich mitnehmen, Holmes? Ja. Hatte ich eigentlich schon gedacht, was?
ist denn hier sonst noch so? Essensdosen, die aneinander geschnürt wurden. Das Seil dürfte lang genug sein. Sieht für mich wie eine einfache Falle aus, die vor Eindringlingen warnen soll. Oh, was für ein Durcheinander. Das Seil dürfte lang genug sein. Okay, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Oder Inventar. Vielleicht noch im Taschenmesser ein bisschen rumschnippeln. Schnippi-schnappi machen. Essensdosen, die an. Nee. Gibt nichts mehr. Sherlock, du bist zu dick. So, was gibt's denn hier noch? Blümchen gießen hier? Nö. Ach, was ist denn das? Das hier könnte interessant sein. Das kann ich nicht tun. Diese Bretter wurden erst vor kurzem hier angebracht oder erneuert. Sie sind weniger verwittert. Okay. Das kann ich nicht tun. Was kannst du nicht tun? Vor kurzem wurde hier ein Loch reingemacht. Was will denn der von mir? Ach so, ich sollte das Messer vielleicht aus dem... nichts auswählen. Da gucken wir uns das nochmal an. Das hier könnte interessant sein. Ich brauche etwas. Ka, du brauchst etwas. Ich brauche etwas. Was brauchst du denn? Vielleicht Wäscheklammer? Das kann ich nicht tun. Das kannst du nicht tun, wa? Mit dem hier? Nein, das ist nicht nötig. Was denn da? Nein, das ist nicht nötig. Was denn dann? Streichhölzer? Abfackeln? Das kann ich nicht tun. Na, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Messer willst du auch nicht? Das kann ich nicht tun. Nein, das Na, ist nicht nötig. Fett. Dann leckste Fett. Ich weiß ja nicht, was er dazu noch braucht. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Tja. Gute Frage, nächste Frage. Ist aber noch ein Türchen, aber das sieht verschlossen aus. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Kann man denn in das Haus reingehen? Nein, das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Anscheinend haben wir irgendwas übersehen. Aber was? Das ist das Fenster zu dem Zimmer, das der Neffe des Bischofs von Knightsbridge angemietet hat. Okay. Was können wir denn hier machen? Hier stand wohl mal eine Schaufel. Und die Schaufel ist weg. Eine kleine Gartenhacke. Eine kleine Gartenhacke. Yay, wir haben eine Gartenhacke gefunden. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen, okay. Vielleicht können wir mit der Gartenhacke hier irgendwas machen. Weil hier sind wir ja noch nicht fertig. Das hier könnte interessant sein. So, jetzt nehmen wir mal die Gartenhacke. Gut, wir können durch. Wir haben wirklich die Gartenhacke gebraucht. Es ist so, wie ich dachte. Von hier aus hat man Henrys Zimmer genau im Blick. Okay. Das bestätigt, dass der junge Mann beobachtet wird. Okay. Was haben wir denn hier? Diese Zeitung ist 4 Tage alt. Der Neffe des Bischofs wurde also schon vor dem Mord an seinem Onkel beobachtet. Okay. Laut Schätzungen ist davon auszugehen, dass fast die Hälfte der Londoner Bevölkerung keinen ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln mehr hat. Schon jetzt ist die Lage in den ärmsten Vierteln der Stadt kritisch. Wenn die Behörden nicht eingreifen, droht
droht sich diese Nahrungsknappheit zu einer schlimmeren Hungersnot auszuweiten. Diese sei nichts gut. Die Überreste einer kleinen Mahlzeit. Oh, Hunger hätte ich jetzt auch. Hier muss jemand.